Wir beschäftigen uns heute mit dem Wirkungsgrad Eta. Eta, griechischer Buchstabe, ist im Prinzip wie so ein Schreib-N und ein Häkchen unter die Linie drunter. Das ist Eta. Aber worauf kommt es an? Stellen wir uns mal Folgendes vor. Ich habe hier ein Rad mir skizziert und dieses Rad rollt meinetwegen in eine oder die andere Richtung. Ist jetzt egal. Dieses Rad hat wirklich nur, also es ist ein ideales Rad, hat nur in einem Punkt Kontakt mit der Oberfläche. Aber jetzt hören wir uns mal an, wie sich trotz alledem, nehmen wir an, der Tisch ist schön eben. Und wir hören uns mal an, wie so ein Rad rollt. Aufhören. Ich nehme mal eine andere Oberfläche, die etwas glatter ist. Man hört schon den Unterschied. Jetzt habe ich leider kein Lineal hier, aber eine andere Fläche wäre diese. Leiser, ne? Man hört also schon praktisch am Abrollen, haben uns schon mal mit Reibungskräften in der siebten beschäftigt, dass es hier um die sogenannte Rollreibung geht. Hier in diesem Fall ist das das. Nehmen wir uns das Rad nochmal in groß vor, Großformat, richtig groß. Und ich schnappe mir hier nochmal diese Linie, dann ist eigentlich, wenn ich das Rad, ich könnte es noch, ja, ich mache es dann noch größer. Moment, ich mache es mal richtig groß. Dann sieht man schon an diesem Rad etwas. Ist es immer noch ein Rad? Oder was passiert mit den äußeren Konturen? Ja, eierig ist jetzt gar nicht mal das Schlimme, aber guckt euch mal die, woraus bestehen die? Aus lauter Punkten, ne? Mal ein bisschen dicker, mal ein bisschen dünner. Ich kann es leider jetzt nicht viel größer machen, also. Ja, hat jetzt keinen Sinn. Was dieses Rad angeht, dann passiert Folgendes. Wenn ich hier ganz genau hingucke, ist das Rad gar nicht so rund. Und selbst diese Linie, also diese Fläche, auf der das Rad rollt, ist irgendwie uneben. Und das war dieses Krrrt-Geräusch. Man denkt, der Tisch ist eben, wird ja gut rollen, rollt auch gut. Die Rollreibung ist bekanntlich die kleinste der drei Reibungsarten. Eine ist Haftreibung, dann kommt Gleitreibung, dann Rollreibung, die ist die geringste. Und trotzdem hat das Rad immer wieder damit zu tun, dass es gegen kleine Bergchen anrollt. Hier, in diesem Bereich, hier. So gegen ein kleines Bergchen, das heißt, es muss hoch, dann fällt es wieder in ein Tal, dann hat es hier wieder das nächste Stück Berg. Dann geht es einigermaßen, dann kommt der nächste Berg. Aber insgesamt ist die Tischebene scheinbar doch ganz glatt. Das heißt, wenn ich also ein Wägelchen habe und ich lasse dieses Rad einfach darauf, ich nehme dieses Rad für ein Wägelchen und lasse es rollen, dann wird es irgendwann aufhören zu rollen, wenn ich es einmal angeschubst habe. Warum? Jetzt haben wir mal einiges zusammengetragen. Einerseits, ne, das ist jedes Mal, der Rollwiderstand heißt, also es muss jedes Mal gegen kleine Berge anrollen. Und selbst im atomaren Bereich ist es so, dass dann das Rad gar nicht mehr rund aussieht. Die andere Seite ist, wenn ich das, nehmen wir an, das wäre ein Eisenrad hier, und ich lasse es auf Eisen rollen, auch nicht schlimm, dann habe ich aber jedes Mal, bei jeder Berührung hier, Kohäsionskräfte. Ist es ein Holzrad auf Eisen, hätte ich Adhäsionskräfte und so weiter. Aber was noch viel schlimmer ist, und jetzt einfach, das, wir haben es zusammengetragen, das ist Luft. Der Luftwiderstand. Ne? Der Luftwiderstand ist einer der größten Widerstände bei allen rollenden und sich bewegenden Prozessen, dass die von alleine aufzuhören scheinen. So, das heißt also, die schöne kinetische Energie dieses Rades wird irgendwie verbraten durch solche kleinen Störprozesse. Und die, ja, in was wird denn zum Beispiel, wenn ich an Reibung denke, in was wird denn das umgewandelt, in was für eine Energieform? Ganz genau, Wärmeenergie, so blöd wie es sich anhört, es wird wärmer. Natürlich geringfügig, aber deswegen rollt es ja auch so lange, ne? Nicht so drastisch, wie man es denkt. So, selbst die Luftreibung sondern wandelt die kinetische Energie des Rades um in Wärmeenergie. Alles solche Dinge. Das heißt, hier geht uns in Anführungsstrichen Energie verloren. Verloren kann sie nicht gehen, sie wird bloß in eine andere Form umgewandelt. So, weiter geht's. Anderes Beispiel. Wir kennen es noch aus der Elektrotechnik. Ich nehme mal eine ganz einfache Schaltung. Und zwar schalte ich ein Leuchtmittel, hier in diesem Fall soll es eine Glühlampe sein, schalte ich eine Spannungsquelle, also hier habe ich eine Spannungsquelle und dann strahlt hier was ab. Ich nehme extra mal unterschiedliche Farben, denn man kann sich vorstellen, was hier abstrahlt. Natürlich in alle Richtungen spare ich mir jetzt mal. Und dadurch, dass ein Strom fließt,
Ja, danke. Ich konnte nicht mal schnell Pause drücken. Dadurch, dass ein Strom fließt, passiert ja auch einiges. Was wird hier für eine Energieform in welche umgewandelt? Genau, also wir haben hier elektrische Energie, die wird umgewandelt hier. Deswegen heißt das Biest ja auch Glühlampe. Moment. Auch wenn 1. April ist, nein, ich musste wirklich niesen. Wird umgewandelt in Strahlungsenergie. Der Zweck der Glühlampe ist eigentlich, dass wir Lichtenergie haben, also Licht als Unterform von Strahlungsenergie. Aber jeder weiß, dass eine Glühlampe warm wird. Es wird eine ganze Menge auch umgewandelt in Wärmeenergie. Aber selbst hier im Leiter, hier drin, zur Erinnerung, wenn ich hier so einen Leiter mal durchschneide, dann besteht der aus lauter kleinen, vielen Teilchen, nennen sich Moleküle bis Atome, je nachdem, was ich habe. Habe ich zum Beispiel reinen Kupferdraht, dann wären es Atome, angeordnet einem Kristallgitter, deswegen ist es auch ein fester Stoff. Und ich mache das jetzt mal menschlich, jetzt kommt so ein armes Elektron hier anmarschiert und sagt, ey Alter, ich muss hier durch. Da die aber hin und her schwingen, es sei denn, sie würden nicht schwingen bei 0 Kelvin, da die aber alle hin und her schwingen, wird das Elektron gar nicht so leicht hier durchkommen. Das heißt, hier reibt sich's wieder, selbst der Draht wird Wärmeenergie abstrahlen. Das heißt, der eigentliche Zweck, nämlich Lichtenergie zu haben, wird schon alleine durch den Leiter auch sein. Wenn er noch so dick ist, wird durch den Leiter schon gebremst und die Glühlampe selber funktioniert auch nicht so. Das kann ich jetzt, ich übertreibe das jetzt mal nachher. Und zwar, nehmen wir mal an, anderen Kreis, ich erfülle